Einer der großen Vorteile der Power-Plattform ist es, dass man damit sehr einfach mobile Anwendungen entwickeln kann. Damit können wir Apps entwickeln, die Daten anzeigen und bearbeiten, aber wir können auch solche spannenden Dinge machen, wie zum Beispiel einen Barcode einscannen. Alles, was wir dafür brauchen, ist das Steuerelement Barcode Reader. Das ziehen wir einfach auf unseren Canvas rauf und es kommt dann erstmal daher wie eine Schaltfläche. Dahinter verbirgt sich aber die volle Funktionalität, die man braucht, um einen Barcode einzulesen. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, um das zu demonstrieren, ist das Ganze in einem Label einfach anzuzeigen. Ich habe das schon mal vorbereitet in einem zweiten Screen. Ich habe hier zwei Labels. Das erste zeigt den eingelesenen Wert und das zweite den Typ. Und hier sehen wir auch schon die App im Einsatz. Hier kann ich jetzt einen Barcode einscannen. Sobald ich etwas näher an den Barcode drankomme, wird er erkannt. Und dann wird er mir anschließend angezeigt.